Jetzt habe ich hier bei mir Christian Franke. Herzlich willkommen. Hallo, hallo. Ja, schön. Du hattest deinen Auftritt jetzt eben schon gehabt hier. Und war das dein erster Auftritt nach Corona oder hattest du vorher schon Auftritte? Ich hatte schon vor, wie lange ist das jetzt her? 2 Wochen. Mal einen, auch so eine Gartenparty. Ja. Aber es ist jetzt sehr wenig los natürlich im Moment. Das ist ja wie bei allen Künstlern. Ne? Ja. Das auf jeden Fall. Ne? Es ist ja, Corona hat wirklich alles niedergeschmettert, ja, was irgendwo nur zu machen ging. Und das muss man erstmal wieder aufbauen. In der Hoffnung, dass es sich aufbauen lässt. Ne? Ja, da muss man abwarten, was jetzt passiert. Man sieht ja, dass die Fallzahlen wieder steigen. Also es ist ja unsicherer geht es nicht, wie es jetzt gerade läuft im Moment. Ne? Egal, was geplant ist, es kann von heute auf morgen wieder umgeändert werden. Ganz genau, ja. Genau. Christian, was ist im Moment deine wichtigste Frage in deinem Leben? Ja, ich bin jetzt in einem gewissen Alter, andere gehen in der Zeit fast schon in Rente. Und ich überlege mir eben auch im Moment, was ich noch machen möchte in meinem Leben. Es sind viele Leute um mich herum gestorben, auch meine Schwester ist gestorben, die jüngste von uns an Krebs, meine Mutter ist gestorben vor knapp einem Jahr. Und auch Weggefährten oder auch Leute, die ich gut kenne, sind gestorben. Und dann denke ich mir schon, was mache ich mit meinem restlichen Leben? Was ist sinnvoll? Was möchte ich noch anpacken? Und da beschäftige ich mich sehr intensiv mit. Bin auch schon gedanklich in der Umsetzung. Das hört sich aber schon interessant an, auch für dich vor allen Dingen. Ne? Vor allen Dingen, wenn du was findest, was dich ausfüllt in deinem Leben, was du gerne machen möchtest. Also singen natürlich nach wie vor, aber man muss ja auch noch ein Standbein eventuell haben. Wenn man sieht, wenn das so weitergeht wie jetzt, muss man da gucken, wo man seine Brötchen her verdient. Und deswegen möchte ich die Musik nicht aufgeben, aber trotzdem noch ein zweites Standbein mir schaffen. Ein anderes, was ich bisher hatte. Okay, naja, dann sind wir ja mal gespannt, was da kommt. Welche Situationen versuchst du in deinem Leben zu vermeiden? Was ich versuche zu vermeiden? Wie ich noch jünger war, hatte ich immer versucht, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Das mache ich jetzt nicht mehr. Also ich vermeide eigentlich gar nichts, außer Leute, die, wo ich denke, die stecken mich irgendwie an mit Corona. Aber so, ich versuche eigentlich alles so zu nehmen, wie es ist und das auch zu bewältigen. Also ich vermeide, gut, da ich jetzt ein bisschen Magenprobleme habe, achte ich sehr auf die Ernährung. Ja, das ist jetzt das, da meide ich schon gewisse Lebensmittel. Ja, ja. Aber sonst versuche ich alles so zu bewältigen, wie es kommt. Ja. Was willst du mit deinen Songs, bei deinen Fans auslösen? Emotionen, eigentlich nur Emotionen, dass die Leute sich angesprochen fühlen. Man kann ja im Gesangsunterricht singen einigermaßen lernen. Ja? Aber was man nicht kann, Gänsehaut erzeugen, dass die Leute, ja, wie soll ich sagen, berührt sind, gefesselt sind. Das kann man nur, wenn man mit einem gewissen Gefühl die Sachen singt. Und das versuche ich auszulösen, dass die Leute die Texte, die Fans die Texte auch dementsprechend verstehen. Ja. Also ich habe es vorhin ja auch mitbekommen, bei deinem Auftritt mit den alten Songs löst du ja immer wieder Wahnsinnsemotionen aus. Ne? Ja, das ist schön so, ja. Gott sei Dank. Das ist eben eine andere Zeit gewesen, waren andere Songs, andere Art von Schlager. Und damals waren die größten Schlagerhits alles Balladen. Mhm. Ja, ich wünschte die Hölle auf Erden und Nino de Angelo damals, Jenseits von Eden und andere Leute. Meistens waren es Balladen, oder Kaiser damals auch, ja, die also... Große Songs waren meistens nicht schnell. Heute ist es genau umgekehrt. Ne? Aber man konnte halt mit den langsamen Songs textlich sich was überlegen und man konnte auch Emotionen anders rüberbringen. Ne? Aber alles hat seine Zeit. Ja, ja. Ne? Ich weiß noch, ich war immer ein Riesenfan von Christian Franke. Ein wahnsinniger Fan, habe ich vorhin noch zu meinem Mann gesagt. Deine Stimme hat mich einfach auch immer in den Bann gezogen und es war einfach immer fantastisch. Freut mich, Dankeschön. Dankeschön. Ja, das wollte ich dir einfach nochmal so auf den Weg geben. Welchen deiner positiven Charakterzüge zeigst du zu selten? Also ich bin jemand, der sehr viel Disziplin hat. Der, wenn er was machen will oder machen soll, zieht er das durch, um jeden Preis. Ja, das ist also ein starker Charakterzug von mir. Und wie war die Frage jetzt nochmal? Welchen deiner positiven Charaktereigenschaften du zu selten zeigst? Zu selten? Ja, was zeige ich selten? Was ich zeige sehr selten. Also Empathie zeige ich auch gerne. Ich habe auch Gefühle für andere Leute, versuche mich reinzuversetzen in die anderen Leute. Also was ich nicht so zeige, ist, dass ich in den letzten Jahren Selbstbewusstsein bekommen habe. Ich war früher nicht so selbstbewusst, komischerweise. Wenn man von der Bühne ging, war das Selbstbewusstsein weg.
Aber das zeige ich nicht so. Ich bin eigentlich eher, wenn ich mit Leuten spreche und so, eher so ein zurückhaltender, stiller Typ. Und dann denken die immer, ja, mit dem kann man alles machen. Der hat kein Selbstbewusstsein. Aber das zeige ich nicht so, das Selbstbewusstsein. Aber schön, dass du das mittlerweile sagen kannst, dass du viel selbstbewusster geworden bist. Ne? Das zeichnet dich eigentlich auch aus. Ja, das hat aber auch mit vielen Krisen zu tun, die ich auch mal sehr krank und so weiter. Ich hatte so sehr viel erlebt. Und das hat auch damit zu tun, dass ich dann merkte, Mensch, du kannst ja eigentlich viel mehr, als du dir immer zutraust. Ja? Und deswegen habe ich dann gelernt, aber es kommt halt aus der Kindheit, wenn man kein Selbstvertrauen mitbekommen hat von den Eltern oder so. Das ist kein Vorwurf, aber da muss man sich das hart erarbeiten. Es steckt ja ganz tief drin. Ne? Ja, ja. Genau, so ist es. Genau. Was man von den Eltern alles so beigebracht bekommt. Ne? Was gibt dir das Gefühl, angekommen zu sein? Ja, ich wohne ja im Saarland seit 2012 und wir sind jetzt nochmal in an das Haus umgezogen vor einem Jahr. Und da habe ich manchmal, wenn ich auf der Terrasse sitze und gucke so raus, wir haben auch so eine schöne Landschaft, dann denke ich, ich bin ein bisschen angekommen. Also mehr angekommen, auch einen Weg hierher dachte ich auch, Mensch, was hast du früher für ein Leben geführt? Ne? Was war dir früher wichtig? Ne? Also das ist der Vorteil des Alters, ne? Dass man, wenn man älter wird, dass man da doch, ich sehe es an meinem Sohn, der ist jetzt, wird 24 in 5 Wochen und der ist noch ganz anders drauf. Der erinnert mich sehr an mich, wie ich früher war. Und genau, der macht auch Musik, ist Sänger, will Karriere machen, also da sehe ich auch, was ihm wichtig ist. Und da merke ich halt, dass das mir alles nicht mehr wichtig ist. Ne? Natürlich will ich jetzt nicht uneitel sein oder so, ich möchte schon vernünftig aussehen und so weiter, soweit es noch geht in dem Alter, aber trotzdem verschieben sich schon die Prioritäten, das, was einem wichtig ist, was einem dann auch ankommen lässt, würde ich mal so sagen. Ne? Ja. Dein Fantreffen am 5.9., magst du da noch richtig ausführlich was zu erzählen? Ja, da freue ich mich schon besonders drauf, weil viele Leute aus ganz verschiedenen Ecken der Republik kommen, aus Thüringen überall her. Und da freue ich mich sehr, dass sowas jetzt stattfindet. Ich hatte das schon öfter mal geplant, aber jetzt in der Corona-Zeit dachte ich, hat gar keinen Sinn. Aber jetzt machen wir zumindest das in einem kleineren Rahmen. Wer möchte, der kann kommen und wir können dann reden und können einfach zusammen vieles austauschen. Und ich denke, das wird ein sehr schöner Abend werden. Das wünschen wir dir auch, dass vor allen Dingen ganz viele Fans, auch alte Fans auf jeden Fall, dich da besuchen. Und jetzt habe ich zum Abschluss noch die Frage, was ist bei dir noch so geplant? Gibt es irgendwie absehbar irgendwas Neues von Christian Franke? Ja, ich bin ja dabei, ein Album vorzubereiten. Das mache ich schon seit längerer Zeit. Ich kam nur noch nicht dazu, das jetzt zu machen. Aber wir planen das jetzt. Das ist also ein Album, was auch viele alte Songs enthält, aber neu aufgenommen. Ja, also das ist nicht, ja. Und deswegen sind wir da jetzt in der Vorbereitung, was wäre wenn, ich wünschte die Hölle, gibt ein paar alte Songs, aber auch ein paar neue, die wir da auf jeden Fall jetzt, ja, es soll für mich so, ich will nicht sagen Abschluss sein, aber so ein Kreis soll sich schließen. Ja? Die ersten Songs, die meine Hits waren damals, sollen auch mit draufkommen, aber neu gemacht. Und das ist auch interessant dann, das auch zu spiegeln, zu sehen, okay, was ist alles passiert in der Zeit. Ja. Bringst du dich da von den Texten her irgendwo auch so ein bisschen mit ein? Hast du da irgendwie mitgewirkt? Bei den Texten habe ich mitgewirkt in beratender Funktion natürlich, weil ich nicht texte, aber Songs habe ich auch selbst beigesteuert teilweise. Aber nicht nur. Für mich ist immer Priorität, ist für mich immer, dass die besten Songs auf das Album kommen und nicht die, dass man sagt, ich schreibe die Songs selber. Ja? Also soll das Beste drauf. Ja? Das haben die Leute auch verdient. Das hört sich auf jeden Fall sehr vielversprechend an und wir wünschen dir jetzt schon mal, weil es ja nicht mehr so weit entfernt ist, zum Fantreffen ganz viel Spaß und volles Haus. 5.9. hier in Duisburg, ne? Duisburg, genau, ja. Das weiß ich aber nicht genau wo, aber im Facebook steht das und da kann man sich das angucken. Genau, also wer Interesse hat, noch zum Fantreffen von Christian Franke zu gehen, schaut einfach mal in Facebook auf seine Seite und da steht auf jeden Fall alles drin, was das Fantreffen angeht und wer mag, einfach hingehen und Christian Franke besser kennenlernen. Ja genau, wir nehmen uns dann Zeit und es wird dann sicherlich ein schöner Abend. Sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich für das kurze Interview und wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg weiterhin, vor allen Dingen für deine neuen Vorhaben. Vielen, vielen Dank. Dir auch alles Gute. Gell? Dankeschön. Ciao. I'm
Du machst mich verrückt, denn mein Herz ist ungeschickt. Nicht in dem Sinn. Singt ihr mit? Thank you.